Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor gut 4 Jahren hat GOBS Projekt Naturaplan gestartet und von Anfang an mit den Pionieren vom biologischen Landbau zusammengeschafft. Selber zu den Pionieren gehört GOB bei einem anderen wichtigen Projekt, das sie als GOB Naturaline kennen. Alle Textilien für die GOB Naturaline-Kollektion werden aus biologisch angebauter Baumwolle hergestellt. Möglich war ist der Schritt dank dem Projekt Maikal in Zentralindien. Zusammen mit dem Handel, mit Herstellern und Entwicklungshelfern verfolgen dort rund 600 Bauern und ihre Familie ein ehrgeiziges Ziel. Statt mit den sonst üblichen Pestiziden werden Schädlinge mit natürlichen Methoden bekämpft. Anstelle von massivem Einsatz von Kunstdünger wird Kompost verwendet und gepflückt wird die ganze Ernte von Hand, was auch noch Arbeitsplätze erhaltet. GOB ist mit 80% der wichtigste Abnehmer der biologischen Baumwolle aus Maikal. Wegen der zunehmenden Nachfrage langt die Produktion bald einmal nicht mehr. Ähnliche Projekte sind darum auch wieder mit der Beteiligung von GOB am Entstehen. Auch in Zukunft möchten wir schließlich sicherstellen, dass Sie bei uns biologische Textilien kaufen können, die sich gut mit der Haut und der Umwelt vertragen und trotzdem den modischen Ansprüchen gerecht werden. Überzeugen Sie sich doch gerade selber davon. Bei den Damen gibt es viel strukturierte Stoffe, wie zum Beispiel Rippen-Jersey, Heavy-Jersey oder eher körperbetont geschnittene Jersey-Oberteil, Kontrastnöte, Jersey-Hose, weit, locker und lässig, klassisch geschnittene Strickpullover in weiten Formen mit Rollkragen, V-Kragen und Rundhals. Für die Herren alles im Basic-Bereich lockere, lässige Casual-Ware. Sweatshirts oder Unterzieher in Uni, aber ebenfalls strukturiert, graut oder grippt. Polokragen, Serafino und neu V-Hals. Viel Strickpullover, Uni in V-Hals, Rundhals und Polokragen. Die Kinderkollektion ist sehr bunt und farbenfroh. Alles eher in Oversize gehalten, locker und flippig. Sweatshirts mit Prints und Farbisets, Unterzieher Uni strukturiert, Leggings mehrheitlich Uni, aber auch bedruckt. Trotz der vielen Vorteile ist GOB Naturaline nicht teurer wie die normale Textilien. Wie jede Woche jetzt noch ein Blick ins Markenfenster. Sehen Sie, wie die feinen Körnchen hier durch den engen Zwischenraum kommen? Das ist das Prinzip der neuen Mentadent C Mikrogranuli. Mit weichen Reinigungsgranulaten dringt sie tief in die engen Zahnzwischenräume ein und beseitigt gründlich Plaque, die Hauptursache vieler Zahnfleischprobleme. Ergebnis: gesundes und starkes Zahnfleisch, sogar zwischen den Zähnen. Und so viel Frische. Haben Sie noch nie gefühlt. Wie auch, sie ist ja neu. Die neue Mentadent C Mikrogranuli wirkt. Der vollbiologische Galactinas Best Burger. In Stäbli schneiden, mit Curry bestreuen, in der Pfanne goldgelb roten, mit Currysoße vermischen, zusammen mit Reis anrichten und der Familie ein exotisches Menü servieren. Galactinas Best Burger à la carte. Eine Neuheit kommt diese Woche aus der GOB Schocke-Fabrik. Es ist ein Arni-Branschli mit einem feinen Nougat-Schmelz. Die Nougat-Stücke machen sich ganz fein bemerkbar und kleben nicht. Wer Schocke-Branschli nicht widerstehen kann und auch Nougat gerne hat, kann jetzt gerade doppelt schwelgen. Oder sogar dreifach. Der Armin Amrain hat sich nämlich überlegt, wie man mit diesen Branschli ein Dessert machen könnte. Da sind Vorschläge. Grüezi miteinander. Ein unkompliziertes, aber raffiniertes Dessert kommt immer gelegen. Wie wär's denn mit dem da? 3 Eier, 150 Gramm Zucker und ein Eigelb auf dem Wasserbad cremig schlagen. Dann vom Herd nehmen und so lange weiter schlagen, bis die Masse kalt ist. Jetzt 8 Nougat-Branche durch die Röstiraffel drücken und alles zusammen gut verrühren. Mit ein bisschen Kirsch und ein bisschen Rum aromatisieren und zum Schluss einen halben Liter geschlagenen Rahm vorsichtig drunter heben. Die Parfümmasse in Förmli füllen und mindestens 6 Stunden verrühren. Vor dem Servieren die Parfümförmli unter dem heißen Wasser abspülen, auf einen Teller stürzen und mit glasierten Mandarinen und Münzenblättchen garnieren. Das Rezept für das Parfait-Glacé Nougat-Branche und natürlich auch für die glasierten Mandarinen finden Sie mit allen Einzelheiten im Aktionsinserat in der Coop-Zeitung und im Internet unter deren Adresse. Ein Rezept wie Musik von Armin Amrain. Jene Hits hat es auch wieder in unseren Läden. Da eine kleine Zusammenfassung. Bindi-Herdöpfel im 2,5 Kilo Tragsack kostet 2,50 und Goldstar-Käsküchli im Trio-Pack 6 Franken. Omo in der 5,5 Kilo Box kommen Sie für 11,90 über. Außerdem offerieren wir Ihnen eine Bonalux Energiesparlampe für 12,90. Und dann noch der Preisabschlag. Ein Kilo Rauchbrot kostet ab sofort nur noch 2,85. Der Menüvorschlag aus dem GOB Restaurant heisst diese Woche Poulet Piccata Mailänder Art mit Risotto und Blattspinat und kostet 8,90.
Auch bei Radio TV Steiner kann man sparen. Unter anderem bei dem Panasonic Farbfernseher mit Hyperband Tuner, 60 Sendespeicher und weiteren praktischen Funktionen und einem VHS-Videorekorder mit Showview, automatischer Senderprogrammierung und ebenfalls zusätzliche Möglichkeiten. Das Angebot kommen Sie im Set für unglaubliche 1596 Franken über. Mit diesem Hinweis bin ich wieder einmal am Ende unserer Sendezeit. Danke fürs Interesse und auf Wiedersehen.